bei euch habe, dann geht's noch schneller. Inhalt leere. Überhaupt erstmal, warum ist Ernesto hier in Braunschweig aus Kassel? Obwohl wir hier drei Sicherheitsdienste haben in der Stadt. Einfach aus dem Grund, weil mir von Anfang an das Einlasskonzept der Firma Protex gefallen hat. Es ist sehr kommunikativ von vornherein. Es geht nicht um Menschen gegen die Wand laufen lassen, sondern es geht darum, sie zu lenken und zu führen. Und das mit viel Kommunikation, mit einer freundlichen Ansprache. Das sind die wichtigen Dinge. Das heißt, der Besucher ist gut aufgehoben. Wir hatten dann heute hier ein Problem aufgrund des Einlasssystems, dass wir Karten gescannt haben, dass sich extreme Schlangen gebildet haben. Problem erkannt, analysiert, gelöst und innerhalb von einer halben Stunde war der Knoten aufgelöst. Das sind die Gründe, warum ich Protex hier habe in Braunschweig. Auch in Kauf nehme, dass sie vielleicht einen Euro teurer sind oder. Aber letztendlich ist im Preis-Leistungs-Verhältnis komme ich besser weg als Veranstalter in dem Moment und weiß auch, dass meine Besucher gut aufgefangen sind. Deswegen seid ihr hier oder deswegen ist Protex hier. Deswegen ist Protex in Göttingen bei einem großen Festival, was wir seit letztem Jahr machen für den NDR. Deswegen versuche ich immer wieder, ihn einzubinden, sobald ich die Möglichkeit dabei habe. Und wie gesagt, aufgefallen ist mir das relativ früh, 2002, 2003, 2004. Es ging auch immer darum, ich habe viele Dienstleister kennengelernt in der Zeit, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, die sagen, ich habe 500 Leute, ich habe 700 Leute, ich habe 300 Leute. Bei Ernesto kriege ich klare Aussagen, bei Protex kriege ich klare Aussagen, das ist die Anzahl, die wir stellen können, mit gutem Gewissen, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Brauchst du die Anzahl Y, kann ich das natürlich auffüllen, kann das auch mit Dienstleistern machen, aber der Kern, das ist die Anzahl und damit konnte ich immer kalkulieren. Das ist genau das Ding, was ich meinte, offenes Visier ins Gesicht, damit kann ich kalkulieren. Wir reden hier über Sicherheit, bei Großveranstaltungen mit 10.000 Leuten, das ist nicht ohne, nicht zu unterschätzen, da brauche ich keine Märchenerzähler, sondern brauche ich einfach Fakten und anhand der Fakten kann ich mich entscheiden. Deswegen immer wieder Protex, sobald ich die Wahl habe. Naja, seinen Ursprung hat dieses Holi-Fest in Indien, das ist so ein hinduistisches Fest, bei dem es auch unter anderem darum geht, dass alle gleich sind und auch gleich wert sind und sich auf Augenhöhe begegnen und das wird mit dem allgemeinen Farbenschmeißen sozusagen bekräftigt und das haben letztes Jahr, glaube ich, erstmalig in Berlin Leute als Thema für so eine Party, für ein Partykonzept entdeckt. Was es natürlich mit dem ursprünglichen Ding nicht mehr allzu viel zu tun hat, sondern eher das Thema, wir schmeißen alle mit bunter Farbe, lassen uns gehen und hören elektronische Musik. Das ist eher so der Überbegriff. Und das hat es an einigen Stellen gegeben, hat sehr gut funktioniert und deswegen hatten wir auch den Gedanken, dass das bestimmt auch in Braunschweig gut passen würde. Und wie man sieht, hat es ja auch hingehauen. Extrem wichtig für mich ist, wenn ich so eine Veranstaltung in der Größenordnung plane, dass ich Partner habe, auf die ich mich verlassen kann. Das ist bei Ernesto der Fall. Das war schon immer der Fall bei der Firma Protex. Ich habe Ernesto kennengelernt, ich glaube 2002 oder 2003 im Rahmen von einer Tournee. Da hat man auch einen ganz guten Überblick, was in Deutschland Qualität bedeutet oder auch nicht. Und Ernesto hat mit seinem Team von Anfang an herausgestochen.